Liebe Zuschauer, heute stellen wir euch das Spiel Watergate vor. Ein weiteres Frosted Games stellen wir euch jetzt hier vor. Und zwar der Thomas sitzt hier neben mir. Das ist der absolute Watergate-Experte hier. Mal schauen, was ich ihm entgegenzusetzen habe. So, bevor wir jetzt gleich loslegen und euch ein paar Gameplay-Sequenzen zeigen, wollen wir im Vorfeld ganz kurz ein bisschen auf das Spiel eingehen, die Abläufe kurz und knackig erklären, ohne jetzt in jedes Detail einzugehen. Das Ganze ist, wie gesagt, bei Frosted Games bzw. Pegasus Spiele erschienen, ist ein Zwei-Personen-Spiel, was man auch sehr gut hier erkennen kann, und es ist kein Familienspiel, es ist ein Kennerspiel. Wobei, wenn ihr nachher merkt, wenn wir loslegen, so schwer ist das Ganze gar nicht. Das heißt, das werdet ihr auch nachher sehen. Spielzeit 30 bis 60 Minuten. Ja, wenn es nach der vorherigen Partie geht, hat mich da Thomas wieder nach 20 Minuten platt gemacht. Aber mal schauen, man lernt ja aus den Fehlern, und mal gucken, wie ich mich diesmal schlage. Ja, Altersangabe ist 12 Jahre, da müsst ihr einfach mal schauen. So schwer empfinde ich das Spiel jetzt gar nicht. Natürlich viel Text, viele Ereignisse, viel taktische Möglichkeiten, die ihr jetzt habt, aber dazu kommen wir natürlich gleich. Aufgebaut haben wir es hier in dem Fall, bevor ich dann gleich an Thomas übergebe. Das heißt, man sieht hier, ich bin auf dieser Seite. Das heißt, ich spiele praktisch die Rolle eines Zeitungsredakteurs, der natürlich gegen die Nixon-Administration ist. Und der Thomas spielt hier Nixon, bzw. die Administration. Watergate, thematisch angesiedelt natürlich so in den 70er Jahren unter Präsident Richard Nixon. Und da gab es natürlich, wie nennt man es, einen Missbrauch von Vollmachten der Regierung. So ist das Ganze letztendlich entstanden und hat quasi in so eine Verfassungskrise gemündet. Und letztendlich ist ja dann Nixon, glaube ich, 74 auch aus dem Amt zurückgetreten. Das heißt, ich versuche das Ganze hier in dem Fall aufzudecken. Ich spinne mir praktisch mit meinen Beweisen ein Bild und versuche mich hier in dem Fall entlang zu handeln und natürlich Nixon festzumachen. Der Thomas, werdet ihr auch nachher gleich sehen, den Sequenzen, der hat ein ganz anderes Vorhaben. Der versucht natürlich gegen mich vorzugehen, weil jeder hat hier ein eigenes Kartendeck. Und er will natürlich hier versuchen, auf der Leiste die 5 Marker einzubringen, dass ich gar keine Chance habe. Gleichzeitig versucht er mir hier das Leben in diesem Netz schwer zu machen. Das heißt, Beweise, die ich hier anpinne, natürlich zunichte zu machen. So, und alles Weitere werden wir jetzt euch gleich im Anschluss noch ein bisschen als Ablauf zeigen. Und dazu habe ich jetzt auch ein bisschen noch die Kamera umgestellt, dass ihr einfach zwei Blickwinkel habt, wobei der Blickwinkel hier natürlich für mich gerade ist. Das heißt, ich brauche natürlich die Übersicht, wo ich meine Beweise anpinne. Aber Thomas, zentrales Element sind nicht nur die Karten. Ich nehme mir jetzt schon mal hier 5 Karten, weil das hier steht am Anfang. Das heißt, ich habe die Initiative und jeder hat ja sein Kartendeck. Vielleicht ein bisschen noch was zu den Abläufen. Du bist ja sogar noch mehr erfahrener, beziehungsweise du kennst sogar dich ein bisschen aus in der Affäre. Naja, nicht so direkt, aber du warst schon mal vor Ort. Genau, also wir haben mal das Watergate-Gebäude in USA zumindest von außen mal gesehen gehabt. Und da hat man sich zwangsläufig mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt. Von daher finde ich es thematisch auch sehr gut umgesetzt hier. Deine Aufgabe als Redakteur ist es ja, für den Spielsieg erstmal Zeugen davon zu überzeugen, gegen Nixon auszusagen, sagen wir es mal so, und dann eine lückenlose Beweiskette bis zu Nixon dann herzustellen. Das tut man über die Beweisblättchen, das sind ja hier thematisch 3 Farben, grün, gelb und blau, wobei, glaube ich, blau steht ja für Barschecks, die für die Wiedergewahlkampagne von Nixon sind. Dann haben wir die gelben, die thematisch eben für Grundrisszeichnungen des Watergate-Komplexes stehen, und zu guter Letzt die grünen. Da geht es ja um diese Transkripte von Tonbandaufnahmen, von Nixons geheimen Tonbandaufnahmen. Und da geht es halt für dich sinngemäß darum, einfach 2 Zeugen zu finden und dementsprechend die Beweiskette bis zur Mitte halt diese zu verbinden. Wie die Zuschauer sich denken können, das muss ich verhindern auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss ich dafür sorgen, dass sogenannte Momentum-Marker, also 5 Momentum-Marker, die für mich dann, sage ich jetzt mal in dem Moment, ziehen, auf meiner Karte unterzubringen sind. Und wenn ich den 5. Momentum-Marker auf meiner Karte untergebracht habe, dann habe ich das Spiel gewonnen.
eigentlich simpel zum Spielen, weil letztendlich mache ich nichts anderes und ich zeige euch jetzt einfach mal so meine Kartenhand. Ich habe ja hier einen Nachziehstapel. Ich habe also die Möglichkeit, hier Beweise, die jetzt noch verdeckt liegen, zu erfragen als Zeitungsexperte, um natürlich hier mit diesem Beweis nach unten zu ziehen. Gleichzeitig kann ich mich entscheiden, ob ich einen dieser Marker auch nach unten ziehe. Also da habe ich mehrere Optionen. Das werdet ihr auch nachher gleich in der Gameplay-Sequenz sehen. Hinzu kommt natürlich, dass ich auch Ereignisse spielen kann und das wird eigentlich hier unten immer angegeben. Teilweise kommen allerdings auch die Karten ganz aus dem Spiel. Das heißt, die lege ich nicht nur auf die Seite, sondern wenn es heißt entfernen, dann legt er sie komplett raus für die Partie. Weil ich muss natürlich ich muss natürlich die Beweise erst einmal hier anpinnen aus dem Bereich. Also zwei auf jeden Fall, damit ich hier praktisch eine Linie bilden kann zu nixen. Und genau das wird das Thomas mir oft zunichte machen und gleichzeitig versucht er natürlich seinen Marker hier nach unten zu ziehen. Thomas, ich glaube, ähnlich von deinem Aufbau, ich habe jetzt meine Karten mal in die Kamera gehalten, ich glaube, bei dir ist ähnlich dann. Das heißt, du hast auch die Zugmöglichkeiten zu agieren und so kann man praktisch auch schon loslegen. Genau, ich habe halt die etwas fieseren Karten, um dir natürlich als Redakteur das Leben schwer zu machen, ganz klar. Also in dem Moment, wo du manchmal meinst, jetzt habe ich den Beweis sichergestellt, dann kann ich dir halt schön dazwischen grätschen. Genau, ich starte mit 5 Karten, weil ich die Initiative habe. Der Thomas hat hier die 4 Karten. Die Initiative kann sich je nachdem ändern. Wenn die Marke hier unten sind, dann sind sie auch fix. Ich versuche natürlich Beweise hier runterzuziehen, möglichst auch beide Marke herunterzuziehen und natürlich auch Beweise anzupinnen bzw. Person. Und das funktioniert natürlich nicht. Ich muss also immer wieder abwägen, was ich mache. Und der Thomas kann mir natürlich auch immer wieder in die Quere kommen. So, dann fangen wir mal ganz einfach an. Und ich habe ja die Initiative. Und damit sind wir jetzt auch mitten in der Gameplay-Sequenz, wo wir euch einige Ausschnitte liefern. Ich sage einfach, Thomas, gelber Beweis in dem Fall. Ich brauche einen gelben Beweis und ich hoffe, dass einer drunter ist. Wie viele Felder möchtest du denn versetzen? Und zwar 3 Felder gehe ich nach unten. Das heißt, hier ist das angegeben. Mit dem oberen, die Zahl gibt dann an, die Beweise. Ich habe natürlich gehofft, dass so einer dabei ist und hat geklappt. Das heißt, die Karte lege ich dann einfach offen zur Seite. Ich muss sie nicht entfernen, ganz wichtig, weil ich nicht das Ereignis ausgespielt habe. Hier habe ich natürlich auch mehrere Möglichkeiten, aber ich muss natürlich schauen, wenn ich das ausspiele. Ich ziehe keine Karten nach, ihr spielt immer alle Karten aus. Dann ist der Thomas dran im Zug. Ich spiele ein Ereignis und zwar ein drittklassiger Einbruchsversuch. Bewege auf der Rechercheleiste einen Beweismarker zu Feld 0 und den Momentummarker zu Feld 1 auf meiner Seite. Ich hasse das Spielen in solchen Sequenzen, aber der Thomas liebt es und er wartet schon drauf, dass ich sowas spielen kann. Aber auch diese Karte ist in dem Fall ja draußen, aber es sind natürlich auch sehr mächtige Karten drauf. Das heißt, ich darf gleich wieder anfangen und ja, was machen wir? Ich traue dem hier als nicht. Ich sag einfach mal, ich ziehe den Marker hier um 2 Felder zurück. Das heißt, ich gehe eher mal die sichere Schiene, weil vorhin habe ich jetzt auch wieder einen auf die Mütze bekommen, weil es viel zu schnell ging. Genau, und ich ziehe ihn nämlich um 3 Felder in meine Richtung. Und er hat immer diese 4 irgendwie auf der Hand. Ich hoffe es nie. Deswegen sage ich einfach mal, ich setze noch den Marker hier, den gelben, um 2 nach unten. 1, 2, dann kommt die auf die Seite, weil ich wollte einfach sicher gehen, aber... Genau, und wie Jörg schon sagte, sichere ich mir das Momentum. Genau, ich zeige es hier nochmal. 4, das heißt, könnte ein schnelles Spiel werden. Also den Marker kann ich ignorieren. So, dann machen wir das Spiel ein bisschen weiter. Ich sage einfach mal grün. Da liegt noch ein grüner Beweis aus. Wie viele Felder möchtest du denn bewegen? 3 hätte ich gerne. Oh, bitte sehr schön. Das läuft ja schon mal gut. Aber das ist ärgerlich, aber zumindest wenn 5 Marker liegen, habe ich verloren. Das versuche ich natürlich zu verhindern. Übrigens kann ich mir hier Boni freischalten, wenn ich den Marker nach unten bekomme. Da habe ich natürlich noch mehr Optionen, wie man es dann hier sieht. Ich zeige es nochmal ganz schnell in die Kamera. Hier habe ich natürlich auch noch ein paar Optionen, wenn ich den Marker nach unten ziehe. Genau. Und ich habe Mitverschwörer, nämlich Gordon Liddy. Entferne einen offenen Beweismarker von der Rechercheleiste und wirf ihn in den Beutel. Okay, gut. Naja, dann spiele ich auf jeden Fall das Ereignis mit John Dean als Informant. Jetzt suche ich den einfach raus, wo der ist. Der ist ja noch draußen und den pinne ich jetzt an die Wand. Jetzt sucht ihr einfach, wo der Dean ist. Der ist jetzt hier in dem Fall hier. Und die Karte entferne ich dann, also auch die Karte kommt raus. Und das war praktisch schon das Ende der Runde und jetzt beginnt quasi noch die Aufräumphase. Genau, und zwar, wir müssen alle Beweismarker, die auf Feld 0 sind, wegwerfen. Wir vergeben den Initiativmarker der aktuellen Runde. Wenn er auf 0 ist, wechselt die Initiative.
Mhm. Ansonsten, heißt, ich bekomme nur 4 Karten, der Thomas zieht jetzt 5 Karten. Den Momentum-Marker vergeben wir. Das Momentum ist bei der nächsten Administration. Und jetzt beginnt, beziehungsweise platzieren wir erstmal einen schon für die nächste Runde. Und jetzt platziert derjenige, der die Initiative hat, als erster. Ich habe hier also mehrere Optionen. Ich setze den jetzt einfach mal hier auf das Feld. Blau-Gelb hat man jetzt hier dann in dem Bereich. Und dann pinne ich es dann entsprechend dann an. So, das war in dem Fall die erste. Er merkt, so schwer ist es gar nicht. Er ist natürlich sein Ziel natürlich näher. Ich bekomme jetzt nur 4 Karten. Ihr mischt die Karten auf den Nachablagestapel erst, wenn ihr da keine mehr habt. Aber ja, 4 Karten ist natürlich nicht wenig. Aber Thomas, du musst noch die Beweismarke aus dem Beutel ziehen. Ja. Und zwar auch wieder 3. Steht zwar auf meiner Seite, aber steht dabei, das spielt natürlich Nixon Administration. Also der Thomas spielt die aus. Und ja, ich glaube, ein bisschen zeigen wir euch noch. Die erste Runde haben wir jetzt euch auf jeden Fall gezeigt. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier weiterläuft. Das heißt, da muss ich natürlich schauen, ein bisschen zocken, ein bisschen Glück haben, damit das auch passt. Weil, wie gesagt, eine Verbindung habe ich. Ich brauche noch eine weitere Verbindung. Ich kann auch mehrere auslegen. Die Karten sind natürlich weg, muss allerdings auch hier ständig auf seinen Marker schauen. So. Genau, also dann spiele ich als erstes meinen Mitverschwörer John Ehrlichman. Wege auf der Rechercheleistung den Initiativ- und den Momentum-Marker um jeweils 2 Felder. Und entferne einen verdeckten Weißmarker von der Rechercheleiste und wirf ihn zurück in den. Und wahrscheinlich ist gelb oder blau, um mir hier gleich ein bisschen zu ärgern. Natürlich. Ja, ganz klar. So, dann, ich muss ein bisschen reagieren, auch wenn ich das ausspiele. So, bewege auf der Rechercheleiste den Initiativmarker um 2 Felder, den Monumentummarker um 2 Felder. Das heißt, das hier. Und einen verdeckten Beweismarker auch um ein Feld und dann schiebe ich den. Aber da heißt ja, die Karte kommt aus dem Spiel. So. Dann spiele ich meinen nächsten Mitverschwörer, den Howard Hunt. Bewege auf der Rechercheleiste den Momentummarker um 2 Felder. Ach, geht schon wieder los. Ziehe im Anschluss eine Karte von deinem Zugstapel und spiele sie sofort, indem du sie entweder Einfluss oder oben dann dementsprechend spielst. Da spiele ich jetzt aber was anderes, nämlich da spiele ich das Ereignis. Ziehe einen Beweismarker aus dem Beutel, platziere ihn offen auf Feld 3 deiner Seite der Rechercheleiste. Boah. So, ich habe natürlich geguckt, ob ich mich irgendwie wehren kann. Manchmal gibt es noch Möglichkeiten. Oh, ganz gemein. Und jetzt muss ich natürlich überlegen, was ich mache. Der Marker, da kommt man auch schon wieder hier. Nee, ich gehe jetzt hier mit dem Marker 4 Felder. 1, 2, 3, 4, weil ich ahnt, der guckt da jedes Mal drauf und dann ist das Spiel schneller zu Ende, als ich denke. Ich hätte gern was anders machen wollen, aber geht halt nicht immer. Ich darf die ja jederzeit anschauen. Ich darf sie nicht sehen, ganz wichtig, er darf sie immer anschauen. Das ist schon ein bisschen blöd, aber dann nehmen wir den hier wieder zu mir. Ja, haben wir doch nicht so viel. Doch, wenn jetzt ein 4 auf der Hand hast. Gelb. Gelber Beweis. Nein. Das heißt 2. Naja gut, dann ziehe ich wenigstens mit dem hier mal 2. Ich traue dem da nicht. Ey, pff, klar. Geht schon wieder los hier. So. Nee, 3. 1, 2, 3. 4! Ich fass es nicht. Egal. Ich hätte die anderen Aktionen machen können, aber es ist völlig egal gewesen. Das hätte ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war die zweite Runde. Ist ja mein Ziel. Klar. Ich glaube, das waren die ersten 2 Runden. Ich glaube, das meiste haben wir jetzt, wie gesagt, erklärt. Das spielt sich immer so weiter, immer das hin und weg. Her. Das geht weg hier in dem Fall. Da. Den Initiativmarker. Das zeigen wir euch noch. Das bekommst du. Genau. Den Momentum bekomme ich. Ja, dann ich hab's kommt versucht. Ein neuer drauf. Genau. Genau. Dann vergebt die Beweismarker der aktuellen Runde, angefangen beim Spieler, der die Initiative hat. Grün. Ein Traum. Dann bleibt er auf 0, weil normalerweise würde sich der Marker bewegen, da wir aber beides genau. einen haben. Ganz wichtig, da bewegt sich der hier. Ja, jetzt habe ich natürlich eine schöne Auswahl. Initiative. Ich mache das mal hier hin. Genau, und ich würde jetzt einfach mal hier blockieren. Okay, und das war die zweite Runde. Ich glaube, wir können Schnitt machen, das meiste ist gesagt und damit kommen wir auch zum Fazit.
Ich muss den Kommentar nochmal raussuchen, wo einer letztes Mal geschrieben hat, ich soll über den Tisch springen und am besten Thomas würgen. Ich bin nämlich gerade wieder voll dabei. Wir sind nämlich mitten im Fazit von dem Spiel Watergate. Ein Zwei-Personen-Spiel aus dem Hause Frosted Games und Pegasus Spiele. Und insbesondere Frosted Games ist bekannt für die richtig coolen Ein-Personen-Spiele. Unterhändler empfehle ich euch, wenn ihr Solo spielen wollt. Richtig cool. Aber auch Zwei-Personen-Spiele. 13 Minuten, 13 Tage. Ich glaube, das habe ich euch schon vorgestellt. Im Moment finde ich allerdings Watergate am besten. Damit wäre ich ja quasi mitten im Fazit. Zwei Personen spielen, ein Kennerspiel, aber ein frustiges Spiel. Ich könnte dir gerade die Schachtel rüberschmeißen. Er sitzt nämlich noch da und wird mir gleich ein paar taktische Hinweise geben, weil jetzt blenden wir es ein. Hier sah es jetzt am Ende so aus. In dem Fall, ich habe knapp verloren. Nee, ich habe einen Rüffel bekommen. Der huscht schon hier. So, also generell, wenn man sich die Anleitung liest, wir fangen mal peu à peu an. Es ist schon umfangreich, wenn man sich die Anleitung liest. Er rümpft wieder die Nase da drüben, finde er gar nicht. Wenn man das aber spielt, dann denkt man, warum ist denn die Anleitung so umfangreich? Die ist deswegen umfangreich, weil nicht nur von den Seitenzahlen im Hintergrund wird nochmal alles Mögliche erklärt zu Watergate. In die letzten Abschnitte, da bekommt man durch die Karten, durch die Texte, man bekommt Hinweise, was da passiert ist. Das ist richtig cool gemacht. Ich glaube, das habe ich vorher nochmal gelesen, bevor ich dann nochmal die Abläufe mir durchgeguckt habe, die ich am Anfang gedacht habe, wie oder was. Also ihr müsst auf jeden Fall mal losspielen. Ich hoffe, mit unseren Infos jetzt, mit dem Video, mit der Gameplay-Sequenz, konnten wir es auf jeden Fall ranführen an das Spiel. Probiert es auf jeden Fall aus, wenn ihr Zwei-Personen-Spiele mögt. Ich kenne mich thematisch jetzt mit Watergate gar nicht so aus. Das ist mir jetzt auch ein bisschen schwer gefallen nach wie vor. Aber man merkt schon, wie der Frust in mir sitzt. Und der Thomas hat zu Recht gesagt, du bist auch der Zeitungsfuzzi, der Experte. Weil die Nixon Brothers, beziehungsweise die Administration, hat ja auch immer reingedrückt und denen immer Saures gegeben. Und so fühle ich mich in dem Fall. Also irgendwas wollte ich immer machen und dann kam Nixon und hat gedacht, nö. Oder Marker. Oder schau mal mehr auf die Initiative. Schau mal hier hin, schau auf die Beweise. Also egal, was ich machen wollte, immer zum richtigen Zeitpunkt. So kann ich es mir damals auch vorstellen, ähnlich, aber wie gesagt, ich stecke nicht hundertprozentig drin in dem Spiel. Am Anfang war ich kritisch, was Watergate anging, bis das Telefon klingelt. Wir sehen uns gleich. Ja, das war der aktuelle Präsident gerade an der Leitung. Nein, Scherz beiseite, wir legen wieder los. Wir machen jetzt weiter. Wo war ich stehen geblieben? Thematischer Bereich. Ich fand es am Anfang vom Thema etwas schwierig und ich wusste gar nicht, ob mir sowas überhaupt gefällt. Ich muss wirklich sagen, der Frust sitzt tief bei mir. Ich habe jetzt nicht nur eine Partie hier auf die Mütze bekommen. Das, ja, egal. Auf jeden Fall habe ich aber immer noch Spaß. Und der Frust sitzt tief, aber am liebsten würde ich sagen, jetzt machen wir es gleich nochmal. Und das ist ja auch schon wieder ein gutes Zeichen für so ein Zwei-Personen-Spiel. Auch wenn man praktisch nicht auf seine Kosten gekommen ist, dauernd hier eine reingefahren bekommt und dann noch die Sprüche hört, ich sag's jetzt einfach, du hast einfach schlecht gespielt. So, bevor jetzt er den Spruch hier gleich drüber bringt. Aber ihn lasse ich auch gleich noch zu Wort kommen. Aber ich war positiv überrascht. Vielleicht hat Thomas auch was in der Abläufe. Er fand es nämlich gar nicht so schwer, wo ich mir das durchgelesen habe. Aber allerdings ohne Spiel. Ich habe mir die Anleitung erstmal runtergeladen, geguckt, habe ich schon gedacht, oh, ich weiß nicht, da muss man schon ein bisschen reinkommen, aber ich glaube, wenn ihr es aufgebaut habt und dann losspielt, so wie wir es jetzt auch gemacht haben, dann ist man wirklich sofort drin und das über mehrere Partien, das sitzt auf jeden Fall. Und an dieser Stelle auch nochmal viele Grüße an die Monja, die besser spielt, anscheinend in der Partie, in der einen auf jeden Fall, wo der Thomas auch schon mit ihr absolviert hat, als der Thomas. Aber es ist ein Spiel, wo immer hin und her geht. Und ich glaube, die Motivation, es immer wieder zu spielen, ist wirklich sehr hoch. Also der Wiederspielreiz ist bei mir nach den Partien nach wie vor sehr hoch. Ich würde es jetzt auch sofort nochmal spielen, aber wir wollen ja auch noch ein paar andere Sachen spielen, euch vorstellen. Also ein gutes Spiel und wenn ich es vergleiche mit den anderen, ich habe jetzt noch nicht alle thematische gespielt von Frosted Games, das eine oder andere kommt je nachdem noch, aber zum aktuellen Zeitpunkt des Videos gefällt mir Watergate am besten. Das muss man wirklich sagen und das hätte ich am Anfang gar nicht vermutet. Viele Grüße jetzt an dieser Stelle auch nochmal an den Matthias Kramer, der Autor ist, ein bekannter Autor, hat auch schon viele Spiele rausgebracht und ich finde es wirklich thematisch schön umgesetzt, auch wenn man teilweise merkt, okay, es ist schon ein bisschen mechanisch, was jetzt den Bereich angeht. Man versucht es aber wirklich mit Thema zu füttern und ich glaube, das ist insgesamt auch gut gelungen. So, Thomas, jetzt an deiner Stelle die erste Frage, weil ich das vorhin kritisiert habe, die Abläufe. Du hast ja gedacht, oh, das ist gar nicht so schwer. Ich kann mal die Anleitung nehmen und ein bisschen zeigen hier in dem Bereich. Das sind, glaube ich,
vier, fünf relevante Seiten, die da nach A, B und C geclustert sind, nach den einzelnen Phasen. Und dazwischen sind viele Beispiele, die dann halt dann noch ein paar mehr Seiten draus machen, um halt einfach genau zu zeigen, wie so ein Ablauf dann wäre. Oder sie zeigen dann einige der häufigsten Anweisungen, die drauf sind. Und dann kommen zum Schluss halt sehr, sehr viele Seiten, die jegliche Karte nochmal beschreiben, eine Klarstellung machen und zum Schluss dann halt die ganze Geschichte über den Watergate-Skandal. Also das finde ich toll gemacht übrigens. Das ist also sensationell. Ja. Das nochmal, das Ganze, da steckt Aufwand dahinter, redaktionelle Arbeit. Also das ist richtig gut. Und jetzt habe ich ja gesagt, will ich den Thomas auch gleich fragen, ich kenne mich jetzt mit Watergate gar nicht so aus. Und vielleicht denkt der eine oder andere auch, oh, Watergate, das war doch irgendwas Nixon. 70er Jahre, 74 hier in dem Fall. Wie hast du gesehen? Hast dann eher gedacht, ja, lasse ich mich drauf ein. Du magst da durchaus auch so ein bisschen thematische Spiele, die auch so ein bisschen die Geschichte eintauchen, wo ein bisschen was. Wie war es jetzt bei dir jetzt, also, in dem Fall? Ich habe ja den Spieltitel irgendwo gesehen, habe gesagt, das möchte ich mit dir mal spielen. Also weil mir der Watergate-Skandal halt einfach schon was gesagt hat. Also bei mir hat der Titel gezogen, wo ich gesagt habe, ach komm, das, oder wusste ich noch gar nicht, was dahinter sich verbirgt, aber aufgrund des Titels würde ich es gerne mal spielen. Und bei mir war es so, ich habe Frosted Games gesehen, beziehungsweise Pegasus, und habe Matthias Kramer gelesen, habe gesagt, Mensch, das Kramer-Spiel, das muss ich mir unbedingt mal anschauen. Also bei mir war es eher andersrum, weil der Thomas ja einen ganz anderen Bezug hat von den Spielen her in dem Bereich. Also das hat gepasst. Insgesamt, wie würdest du einstufen? Ein gutes, sehr gutes Spiel, hat seinen Reiz, den Frust. Wie würdest du das sehen jetzt in dem Bereich? Ich suche ja öfter mal daheim so klassische Zwei-Personen-Spiele, weil oftmals sind ja die Spiele, wenn es immer heißt von 2 bis 4 Personen, dann funktioniert das zwar zu zweit, aber mal mehr schlecht wie recht, und da gefallen mir solche Spiele wirklich ausgelegt auf 2 Personen sehr gut. Und ich finde es thematisch eigentlich auch sehr gut umgesetzt, weil du bist halt auf der einen Seite der Redakteur, der mühsam versucht, Zeugen zu akquirieren und eine lückenlose Beweiskette dann zu erstellen, und auf der anderen Seite pfuschen die dir halt so komplett immer ins Handwerk. Und dann kommt dann wieder eine Karte, mit der du in dem Moment halt überhaupt nicht gerechnet hast. Ja, da entsteht halt Frust, aber das ist im richtigen Leben dann halt einfach auch, dass nicht diese, sage ich jetzt mal, Recherche so klappt, wie man sich's vorstellt, und dann halt vielleicht doch mal der Zeuge abspringt oder das Beweismaterial, mit dem man jetzt fest gerechnet hat, vernichtet wird. Und das finde ich halt thematisch sehr, sehr gut umgesetzt. Eine wichtige Frage, die will ich ausstellen, Thomas hat ein bisschen mehr erfahren in dem Bereich, die Ausgeglichenheit von beiden. Da darf man jetzt mich nicht als Kartenmesser sehen. Ich glaube, ich verliere oft im Moment gegen den Thomas, weil, ja, ich gehe jetzt in den Ausreden, dass ich was ausprobieren wollte. Aber Thomas, die Frage, die ist mir jetzt wichtig. Wie siehst du jetzt in dem Fall, du hast jetzt ein bisschen mehr Erfahrung, ist das ausgeglichen? Weil teilweise hat man dann doch das Gefühl, der Nixon, leider haben wir die dritte Runde euch nicht gezeigt, die ersten 2 Runden habe ich gezeigt, da war ich voll im Elan, habe ausgespielt, und dann kommt er mit seiner wieder Rundenende-Karte, zack, gefahren, fertig für die Runde, und ich habe noch gedacht, ich habe noch so 2 super Karten, die kann ich jetzt nicht ausspielen. Wie ist jetzt deine Ansicht, was jetzt die Ausgeglichenheit des Zeitungsexperten bzw. Nixon-Administration und der Zeitungsredaktion angeht? Wie siehst du das? Ich habe jetzt beide Seiten gespielt schon. Wie siehst du das? Eher ausgeglichen? Weil ich habe teilweise das Gefühl, Nixon hat bessere Karten. Vielleicht liege ich auch komplett falsch und denke, weil du hast so ein paar richtig coole Karten gehabt, wo ich denke, da beendet er mal die Runde oder fährt mit dem Marker gleich runter. Das war richtig frustig, muss ich wirklich sagen. Ich habe gegen meine Frau, da war ich Redakteur, aus einem einzigen Grund verloren als Redakteur, weil ich die Karten noch nicht gekannt hatte. Das war tatsächlich unser erstes Anfang, Spiel. Ja. Ich war 1 oder 2 Karten vor dem Sieg. Also ich hätte mir gerade den letzten Beweis, den ich dann hätte sofort anpinnen können, dann hätte ich die 2. Beweisstrecke gehabt. Den hätte ich sofort dann das Spiel beenden können. Ich kannte zu dem Zeitpunkt diese Karte Schachzug noch nicht, wo Nixon dann diesen Momentummarker von der 0 um 5 auf direkt auf die 5 setzen kann. Mhm. Hätte ich diese Karte gekannt, hätte ich sie im Vorfeld nicht auf 4 Momentummarker kommen lassen, weil dann hätte ich gewusst, wenn diese Karte aus dem Deck irgendwann kommt, sie hat es ja noch nicht gespielt, also noch nicht entfernt, dann bin ich sofort schachmatt. Mhm. Deswegen hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich in dem Moment anders gespielt und als Redakteur dann auch gewinnen können.
Das war, aber wichtig ist dahingehend, die Karten, die der Gegner spielt und die man selber zur Verfügung hat, zu kennen. Wenn man die kennt, wird es wesentlich strategischer und man macht halt den einen oder anderen Fehler nicht, außer man heißt Jörg. Genau. So, mehr will ich gar nicht dazu sagen, egal welche Rolle ich spiele gegen Thomas. Es gibt andere Spiele, da ziehe ich ihn auch wieder ab, aber anscheinend liegt mir das jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, aber sei's drum. So, jetzt würde mich aber von euch noch interessieren, ob euch auch sowas gefällt, so ein thematisches Spiel. In dem Fall, ich habe ja auch schon, ich glaube, die anderen teilweise habe ich ja auch schon vorgestellt, seid ihr jetzt positiv überrascht von dem Spiel? Und wenn ihr das Spiel kennt, würde mich auch interessieren, wie ihr diese Konstellation kennt, ob es bei euch mehr der Nixon-Spieler ist, der gewinnt, oder der Zeitungsexperte. Das könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da das Ganze ein bisschen kommentiert. Und ansonsten, wenn ihr euch das Spiel zulegen wollt, dann schaut unten mal in die Beschreibung rein. Da sind einige Links, wo ihr das Spiel bestellen könnt. Da könnt ihr uns natürlich auch unterstützen. Ich glaube, Thomas, meistens gesagt, jetzt ging es doch ein bisschen länger als gedacht, weiß jetzt gar nicht, wie viel mir an Sequenzen jetzt beibringen, aber ich glaube, mit diesem Video, mit diesem Einstieg, da kommt ihr richtig flott in das Spiel rein und probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich glaube, der ein oder andere, der skeptisch war, der kommt jetzt doch voll auf seine Kosten. Ich sag tschüss, danke fürs Zuschauen, bis bald.